alles oder nichts für Union Berlin gegen Slavia Prag. Man steht momentan auf Platz 3. Slavia Prag ist Zweiter. Wenn man gewinnt aus Unioner Sicht, dann kommt man sicher weiter aus eigener Kraft. Sie legten auch richtig gut los. Dritte Spielminute, die erste gute Chance. Max Kruse testet den Gästekeeper. Der bekam alle Hände voll zu tun. Wirklich ein druckvoller Beginn der Gastgeber hier im Olympiastadion. Das ist Trimmel. Kevin Möwald mit der Hacke zu Kruse. Der mit der Hacke zu Genki Haraguchi. Keine 10 Minuten gespielt. Die zweite hochkarätige Möglichkeit, in Führung zu gehen. Und ein einfaches 1:0 würde ja schon zum Weiterkommen reichen. Slavia Prag sehr zurückhaltend. Halbe Stunde gespielt, das erste Mal nach vorne. Eigentlich die Szene geklärt. Baumgartl und Rönno bringen sich aber selber in Bedrängnis. Tomasz Holesz nutzt das aus. Was für ein Fehler. Und es steht wie aus dem Nichts 0:1. Union aber keinesfalls schockiert. Sie spielten weiterhin zielstrebig nach vorne. Max Kruse, Taiwo, Awoniyi. 39. Minute, der Ausgleich, was für ein Hammer, an die Unterkante der Latte, hinter die Torlinie, klares Ding. Jetzt wurde es zu einem richtigen, offenen Schlagabtausch, Flanke von links, Masopust mit dem 1:2 in der 42. Minute. Baumgartl, der Matchwinner noch gegen Leipzig gewesen, hier kommt er zu spät in den Zweikampf. Und so geht es mit dem 1:2. In die Pause. Etwas glücklich aus Prager Sicht, aber sie waren eben kaltschnäuziger im Abschluss. Durchgang Nummer 2 ging etwas anders los. Slavia Prag nun erstmal die bessere Mannschaft. Es hat nicht lange gedauert, dann die erste große Möglichkeit in Durchgang 2. Rönno fliegt vergeblich, der geht haarscharf am Winkel vorbei, der Abschluss von Stanciu. 10 Minuten gespielt in Halbzeit 2. Slavia Prag konnte nun mit breiter Brust spielen. Maso pusht, wieder Rönno. Diesmal kann er dagegen auch was machen. Richtig gute Parade. Union brauchte aber 2 Tore, denn ein Unentschieden würde eben nicht reichen. Dann legte Union aber auch wieder los. 20 Minuten brauchten sie, um sich zu fangen. In Durchgang 2 dann die Möglichkeit. Awoniyi zu Genki Haraguchi. Jetzt das 2:2. Das hätte nochmal richtig Aufschwung gegeben für die Schlussphase. Sie arbeiteten weiter dran, aber mittlerweile auch nur noch knapp 10 Minuten zu spielen. Kevin Möwald zurückgelegt. Kruse. Es war wie verhext. Der Ausgleich, er wollte einfach nicht fallen. Die Standardsituation heute allerdings erstaunlich harmlos. Wir springen schon in die Nachspielzeit. Union drückte bis zum Schluss. Kevin Möwald dreht sich um seinen Gegner rum und lupft den in den Winkel. 4. Minute der Nachspielzeit, das 2:2. Nochmal allerletzte Hoffnung, aber der Treffer, er kam zu spät. Union muss sich verabschieden aus dem europäischen Wettbewerb, aber sie haben trotzdem eine tolle Saison gespielt bis dato, fliegen aber als Drittplatzierter aus dem Pokal.